Hallöchen, hier ist wieder euer Talk und ich grüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und weiter geht's hier mit dem vierten Teil unseres Schwimmbads. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollen weiterbauen bei unserem Schwimmbad. Jetzt geht's ran ans Dach. Heute machen wir eine kleine Beratung, was wir auf dem Dach bauen können. Außerdem möchte ich euch noch ein paar Informationen geben, wie ich mir das innen drin einrichte, was man so auch machen könnte, wenn man das, sage ich mal, nicht fake bauen möchte, sondern auch schon nutzen möchte hier in der Schwimmbad. Aber wir kommen erstmal zum den Teil, was wir heute machen wollen. Und zwar wollte ich euch einfach nur so einen kleinen Anreiz geben, was man sich auf dem Dach so ein bisschen platzieren kann. Ich habe mir einige Schwimmbäder angeguckt und meistens sind es halt, sage ich mal, eher mehr Hallen gewesen, wo drauf vielleicht ein paar Lüftungsanlagen drauf waren, aber nicht unbedingt das, was die Simpsons drauf hatten. Und zwar, die hatten, glaube ich, ein paar Pumpensysteme und sonstige Anlagen auf dem Dach noch gleich installiert. Man sah da ein paar Fässer drauf, ein paar Antennen sah man da drauf und die kann man sich ja alle auch so ein bisschen basteln. Jetzt ist natürlich die Frage, wie möchte man sich das alles so ein bisschen platzieren? Ich würde mal sagen, da hat jeder freie Hand, also da kannst du dir das selber gestalten, wie du das gerne drauf machen möchtest. Habe ich jetzt hier auch so ein bisschen gemacht. Wir wollen uns heute ein paar Lüftungsanlagen bauen, einmal welche, die gerade platziert sind, und wir hatten ja auch, sage ich mal, einen Komplex, den haben wir ja schräg gebaut. Da dachte ich mir, da bauen wir auch ein paar Lüftungsanlagen, die, sage ich mal, schräg gebaut werden. Die könnten wir uns dann hier so ein bisschen drauf platzieren. Da bauen wir uns auch eine hin. Und da kann man dann selber sich bestimmen, wie viele man mit sich davon hinmachen möchte. Denn ich sag mal, bei den Simpsons sah man die Lüftungsanlagen ja gar nicht. Und daher werde ich die auch hier sehr flach bauen. Da kann man ja sagen, die sind ja im Dach mit eingebaut. Und da kommt dann vielleicht auch immer die Frage, ja, wenn wir die jetzt ins Dach einbauen alles, ne, dann sehen wir die ja von unten. Ne, da haben wir ja, sag ich mal, in der Decke ja diese ganzen Abdrücke von der Lüftungsanlage und von den ganzen Fässern. Aber da kann ich dich beruhigen. Also ich werde mir, sag ich mal, das Schwimmbad mit einer extra Decke nochmal verkleiden. Auch mit Tapete werde ich wie über an den Seiten mir hinbacken. Von daher wird man das dann auch nicht sehen. Ne, und das kann ich dir auch nur empfehlen, habe ich ja mal gesagt. Ne, man kann ja an den Stufen unten auch gleich noch eine weitere Stufenschicht oder Blockschicht sich noch dran platzieren. Ja, also werden wir uns ein paar Lüftungsanlagen bauen und dann natürlich diese Fässer. Und die kann man sich dann natürlich willkürlich immer so platzieren. Ich habe schon zwei dieser Anlagen hier hinten schon mal drauf gebaut mit den Fässern. Ne, und da mache ich das immer wie auch im echten Leben. Wenn ich irgendwas verbinde mit einer Steckdose oder sonstige Sachen, dann können wir ja sehen, sagen wir, das wäre wie eine Steckdose. Die Fässer haben hier überall die Kabel und dann mache ich immer so ein kleines Kabelsalat-mäßiges Experiment immer, ob das auch alles denn passt. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, ich stopse alles hier in die Steckdose rein und ja, irgendwie geht das schon. Ja, also kann sich da natürlich austoben, wie man das Ganze sich verbinden möchte. Ich dachte mir einfach, ich mache immer nur einen Anschluss und dann führen die ganzen Fässer dahin. Das sind dann irgendwie so diese Anlage, die, sage ich mal, hier alles nach unten pumpt oder nach oben pumpt, wie auch immer. Dass auch alles hier funktioniert. Ne? Und hier hinten habe ich auch nochmal sowas gemacht. Nehmen wir so einen Anschluss und dann funktioniert das schon irgendwie. Ja, aber bevor wir jetzt loslegen, komme ich nochmal kurz auf die Rückseite zu sprechen. Da hat ja auch ein oder zwei Leute mal gefragt, ja, kannst du ja vielleicht doch eine Außenanlage oder sowas hier ranbasteln? Und da würde ich sagen, weil ich ja schon leicht angefangen habe, das einzurichten, also mir reicht der Platz innen drin. Ich glaube, ich werde nicht auf eine Außenanlage erweitern, aber man kann natürlich hier hinten noch immer einen Komplex ranbauen, falls man meint, mir reicht der Platz innen drin nicht, dann kann man hier noch was anbauen. Ich glaube, ich werde das aber nicht machen. Ich werde mir vielleicht hier ein paar Fenster hinmachen. Man könnte auch vielleicht noch so eine Plakatwand sich hier ranbauen. Und wenn man hört, Plakatwand, welche meisten, na, zum Beispiel die auf der Vorderseite. Ne, jetzt haben wir hier, wenn man sehen, nochmal den Namen von unserem Schwimmbad nochmal gerne auf der Rückseite sich hinbasteln möchte, na, als Werbeschild oder so, dann kann man das ja auch gerne tun. Ja, ansonsten werde ich mir hinten halt höchstens ein paar Fenster hinmachen. Vielleicht werde ich auch noch einen kleinen Parkplatz mir hinziehen. Oder was heißt einen kleinen Parkplatz? Wird man hier vielleicht einen größeren Parkplatz noch dahinter machen, wenn man, sag ich mal, hier halt diese gerade Fläche hat und da nicht unbedingt sich Grünzeug oder sonstige Sachen sich platzieren möchte, kann man natürlich auf dem Parkplatz ausweichen und dann hier hinten irgendwie so einen Anschluss zur Straße machen. Ja, das sind so ein bisschen meine Gedanken, mit denen ich jetzt hier schon so spiele. Und da würde ich sagen, ja, wollen wir uns hier ein paar Dinge noch auf dem Dach bauen, aber da brauchen wir auch wie immer ein paar Blöcke. Ja, und für das ganze Zeug auf dem Dach brauchen wir, würde ich mal sagen, erstmal ein bisschen hellgrauer Beton. Dann holen wir uns mal polierte Andesitstufen, glatte Steinstufen, Steinziegelmauer, polierte Andesit-Treppe, Eisenbahnschienen würde ich euch mal empfehlen. Dann holen wir uns noch einen Schmelzofen raus und einen Steinschalter. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit den Lüftungsanlagen an. Ne? Da fangen wir erstmal mit der geraden Lüftungsanlage an und dann zu der schrägen kommen wir denn. Ja, wie man sich die hier drauf platzieren will, wie gesagt, willkürlich, ihr könnt euch hier austoben von der Länge, Breite, wo ihr euch das hinsetzen wollt. Ich mache mir jetzt erstmal hier noch eine weitere hier vorne an der Ecke einfach mal hin. Ich lasse mir dann hier so an der Seite immer zwei Blöcke Abstand. Jetzt schlage ich mir mal kurz meine Vormarkierung mal weg. Brauche ich ja gar nicht mehr.
Ups. So, also jedenfalls lassen mir an den Seiten hier zwei Blöcke Platz und dann schlage ich mir jetzt erstmal hier vier Stufen einfach mal weg. Ihr seht schon, ich habe hier schon mit einer extra Decke gearbeitet. Also bei mir ist hier jetzt nicht einfach frei. So, ich mache jetzt hier einfach mal, würde ich mal sagen, vier weg. Lasse ich an den Seiten erstmal frei und setze mir in den Mitten erstmal hier zwei Betonblöcke hin. Dann schlage ich mir hier wieder zwei weg. Kann mir gleich hier zwei Betonblöcke hinsetzen, einen freihauen. Dann setze ich mir wieder zwei Betonblöcke hin, einen frei. Wieder zwei Betonblöcke hin, einen frei. Und dann mache ich mir hier wieder so zwei nach oben. An sich mache ich mir hier insgesamt drei Lüftungseinlässe mal rein. Das heißt jetzt einfach mal, ich mache mir jetzt erstmal hier so einen Rahmen mit meinen Betonblöcken so ein bisschen hin. Dann schnappe ich mir meine polierten Adhesivstufen. Die werde ich mir jetzt einfach mal auf der Vorderseite so ein bisschen platzieren, damit das so eine kleine Halterung ist. Mache ich einfach mal. Und dann jetzt hier immer dazwischen, wo ich jetzt mir hier das Ganze freigelassen habe, mache ich auch nochmal so ein paar Halterungen einfach mal mit den polierten Adhesivtreppen hin. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier bei diesen Verbindungen in der Mitte nochmal eine Strebe von meinen Betonblöcken einfach mal rein. So, und die anderen viereckigen Flächen hier, die wir noch haben, da würde ich einfach mal meine Lüftungseinlässe hier mal platzieren. Da mache ich einfach mal hier mit ein paar Schmelzöfen. So, und darauf mache ich mir dann, sage ich mal, so ein kleines Rädchen mit den Eisenbahnschienen. Ja, eigentlich schnell platziert hier so eine Lüftungsanlage, ne? Und dann kann man noch, wenn man möchte, noch ein paar dekorationsmäßige Sachen drauf platzieren, zum Beispiel ein paar Steinknöpfe und fertig ist das Ganze. Ja, und wie viele man sich auf Sachen natürlich bastelt, ist ihnen selbst überlassen, ne? Also da kann man sich natürlich austoben. Ja, dann kommen wir nochmal zu einer Lüftungsanlage, die wir etwas schräg bauen. Da werden wir, sage ich mal, so, würde man sagen, die Länge so von 7 Blöcken so ein bisschen machen. Kann man sich, wenn man möchte, gerne schon mal so ein bisschen vormarkern, so mit 7 Blöcken einfach mal irgendwo. Ansonsten können wir gleich übergehen, schon mal dazu, dass wir einfach mal hier 7 Blöcke einfach mal weghauen, so schräg an sich halt. Und dann werden wir einmal auf der Vorder- und Rückseite schon mal einen Betonblock setzen. Dahinter können wir gleich schon mal so ein Viererfeld einfach mal freihauen. Und da in diesem Viererfeld machen wir schon mal die Schmelzöfen rein. Und der Schmelzöfen hat ja vorne immer diese Klappe hier, ne? Aber wenn man, sage ich mal, die sich immer so ein bisschen dreht dabei, dann kann man diese Klappe so verstecken, dass man die, sage ich mal, außen nicht mehr sieht. Und dann haben wir hier schon unsere kleine, ja, Lüftungsanlage schon mal ein bisschen platziert. So, das machen wir hier natürlich zweimal. Wenn wir das haben, können wir hier in der Mitte auch wieder erstmal einen Betonklotz uns hier hinsetzen. Und dann können wir hier an den Seiten überall das Ganze noch einmal ein bisschen freihauen und da dann natürlich unsere Betonblöcke hinsetzen. Danach würde ich mal sagen, können wir gleich schon wieder hier unsere Eisenbahnschienen schon mal drauf platzieren. Dann haben wir das schon mal fertig. So, und dann geht es wieder weiter, wenn wir das soweit haben, dass wir, würde ich mal sagen, überall wieder so ein paar Verbindungen machen oder ein paar Halterungen. Da mache ich mir einmal so eine umgedrehte Treppe vorne hin und natürlich auf der Rückseite auch nochmal. Dann würde ich noch sagen, wow, dann mache ich jetzt, sage ich mal, hier an den Ecken auch nochmal so ein paar Treppen einfach mal hin. So einfach ein paar Halterungen. Aber machen wir jetzt, würde ich mal sagen, auf der anderen Seite auch nochmal, können wir hier einfach mal machen. Und dann machen wir noch, würde ich mal sagen, einfach hier in der Ecke auch nochmal so eine umgedrehte Treppe, einfach so ein bisschen als Halterung, können wir hier so platzieren. Ja, zu guter Letzt würde ich sagen, machen wir auch ein bisschen Dekoration wieder rauf. Ich mache jetzt hier einfach mal wieder ein paar Steinknöpfe. So ein bisschen kann man sich das hier platzieren und dann kann man sich natürlich auch hier austoben, wie viele man sich davon gerne setzen möchte. Ne? Das kann man natürlich auch aushalten, vielleicht machst du noch eine Anlage mehr hin und baust einfach noch so einen weiteren Ansatz vorne ran. Ne? Also, da bleibt ja halt alles offen. Ja, zum Ende machen wir noch ein paar Fässer hin, ein paar Pumpenanlagen, wie man das sich gerne halt sehen möchte. Denn ich sag mal, innen drin in unserem Schwimmbad haben ja die Simpsons ganz viele Wasserrutschen und Wasserbahnen sich ja platziert. Die müssen ja natürlich irgendwie betrieben werden. Ne? Und dann würde ich mal sagen, bauen und solche. Die haben immer so das gleiche Maß, ne, von, sag ich mal, so ein Viereck, vier, also ja doch, könnte man sagen, 4x4, ne? Von der Fläche, aber wir machen hier, sag ich mal, auf jeder Seite 2, ne? Dass es halt doch so ein bisschen rundlicher aussieht. Dieses Fass mache ich jetzt halt einmal hier mit Betonblöcken. Und da kann man ja natürlich sagen, kannst du willkürlich platzieren, aber jetzt hier auf der Ebene habe ich so ein bisschen geguckt, dass es doch alles optisch ein bisschen passt. Von der, ja, von den Abständen her so ein bisschen. Da würde ich mal sagen, hier einfach mal auf der Vorderseite so beim dritten Zweier hier lasse ich einfach mal nach oben 3 Blöcke Abstand. Dann kann ich mir hier einmal so ein Fässchen reinhauen. Und wenn ich das habe, gehe ich jetzt einfach immer so einen gleichen Abstand. Ich sag mal jetzt hier vom Fass, gehe ich jetzt einfach mal zur Seite so, würde ich mal sagen, 2 Blöcke lasse ich immer vom Fass zu Fass Abstand. 2 Blöcke. Und dann wäre hier, sage ich mal, wieder 4x4, ne? Dann mache ich hier wieder erstmal dieses Fass mit, also 2x2 hier von den Abständen her so ein bisschen. Und dann achte ich immer drauf, dass ich, sage ich mal, wenn ich das hier reinhole, nach vorne immer so 3 Blöcke Platz hat, ne? Also ich mache jetzt hier von Fass zu Fass so 2 Blöcke Abstand. Und das Fass hat, sage ich mal, noch einen Abstand nach vorne so 3 Blöcke Minimum.
Ja, ich würde mal sagen, so 3 Fässer reichen mir. Vielleicht kannst du ja noch ein 4. dir gerne platzieren. Aber ich habe ja hier mir meine kleinen Antennenschüsseln hier so ein bisschen hingebastelt. War ja drauf, ne? Ich denke mal, Fernsehen haben sie ja, ne, in unserem Schwimmbad, also einen kleinen Anschluss haben sie schon. Vielleicht gibt es ja ein Restaurant oder sowas drin, kann man sich ja basteln. Und ansonsten ein paar Schornsteine oder so. Ne, wie gesagt, kann man sich ja willkürlich drauf platzieren. Kann man sich natürlich irgendwo anders auch noch welche hinmachen, wenn man möchte. Ansonsten mache ich hier jetzt erstmal noch ein paar Fässer hin. Und zwar würde ich mal sagen, 2 sollte ich noch ein bisschen machen. Ich richte mich hier vom Vordersten so ein bisschen aus, lasse wieder so 2 Blöcke Abstand zum nächsten Fass. Und haue ich mir die hier wieder rein. Das Schöne ist, nach oben sollten wir auch Minimum 3 Blöcke noch Abstand haben hierzu. Und das haben wir ja auch. Ne? Wir haben ja insgesamt schon 5 Blöcke hier Abstand. Also von daher haben wir genug Platz. Nee, da kann man sich das auch noch ein bisschen versetzen, wenn man möchte, sag ich mal. Falls dir das natürlich jetzt so nicht gefallen sollte, kannst du natürlich alle Fässer auch ein bisschen weiter nach hinten machen. Sieht trotzdem noch alles gut aus. Ja, ansonsten kann man hier wieder den gleichen Abstand nehmen, so 2 Blöcke zur Seite weg. Und dann würde ich da auch nach vorne so 2 Blöcke Minimum Abstand lassen. Dass die Fässer mal so einen Abstand von 2 Blöcke Minimum haben sollten, weil sonst würde das immer ein bisschen zu eng. Das habe ich ja auch, sag ich mal, hier bei den Fässern überall gemacht. Die haben immer so einen Abstand von 2 Blöcken. Außer ein bisschen hier, sag ich mal, bei der Anlage, da habe ich zwar, sag ich mal, jetzt hier in der Mitte auch einen Abstand von 2 Blöcke, aber, sag ich mal, zu den Seiten weg habe ich dann immer 3 Blöcke Abstand gemacht. Ich fand das da ein bisschen besser aus, dann so ein bisschen in die Länge gezogen, aber von der, also so nebeneinander halt auf 2, aber in der Länge halt ein 3er Abstand. Ja, ansonsten kann man sich natürlich hier erstmal die Fässer alle so ein bisschen reinsetzen, platzieren, wie man halt gerne möchte. Und dann würde ich sagen, kann man die ja natürlich auch auf eine Höhe ziehen. Ich empfehle euch mal so 4 Blöcke an sich von der Höhe. Ne, den unteren zähle ich ja schon mit. Also 1, 2, 3, 4 Blöcke würde ich die alle machen. Ich würde die auch alle einheitsmäßig dann auf die Höhe ziehen. Das heißt, wenn du jetzt diese Pumpenanlage auf 4 Blöcke Höhe machst, dann kannst du auch ruhig die anderen immer gerne auf das gleiche Maß setzen. Und wenn man sich die Fässer, sag ich mal, so ein bisschen auf eine Höhe gezogen hat, machen wir noch einen Deckel drauf. Dann platziere ich einfach mal an den Seiten polierte Andesitstufen und in der Mitte mache ich einfach mal glatte Steinstufen hier hin. Wenn man sich dann seine Fässer so ein bisschen mit dem Deckel platziert hat, wollen wir das Ganze natürlich noch miteinander verbinden. Dann mache ich einfach mal hier so ein mit meinen Steinziegelmauern einfach mal so eine kleine Verbindung hin. Also ein bisschen kann man sich ja hier alles ein bisschen miteinander verbinden. Und wenn man so die Pumpenanlagen geschafft hat, sich zu verbinden, brauchen wir natürlich irgendwo noch eine Steckdose, würde ich mal sagen. Die packe ich mir einfach mal so ein bisschen schräg von den ganzen Fässern so nach hinten weg. Auch hier lasse ich immer so einen kleinen Abstand von 2 Blöcke zu jeder Seite. Und dann nehme ich mal einfach hier noch so ein paar Rohre oder sonstige Sachen hier so, ne, und Kabel so ein bisschen. So ziehe ich mal einfach hier alles lang. Und würde ich sagen, ja, verbinden wir das Ganze hier einfach mal so ein bisschen. Zack, und dann ist die Pumpenanlage hier auch durch. Hier geht so ein bisschen da rein und ist das hier auch ein bisschen verbunden. Und fertig ist hier so ein bisschen mein Dach. Ich habe hier ein bisschen natürlich hier mir hier rauf gebastelt, ne. Na gut, jetzt hier ganz oben habe ich mir das freigelassen, aber lasse ich mir auch mal. Ich weiß ja noch nicht, was ich hier so mache. Ich sag mal, wir haben ja die Fenster hier gleich oben und wenn man dann noch eine zweite Decke macht, dann weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse mir das hier oben halt glatt. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das mache. Vielleicht mache ich hier oben Restaurant später rein oder so ein paar Rutschenanlagen oder so. Die sind ja durch die ganze Schwimmhalle so ein bisschen gemacht. Und muss man mal gucken. Na gut, ansonsten sind wir hier wieder mit dieser Folge fertig. Also heute ist hauptsächlich Dachberatung gewesen. Also da kann man sich natürlich jetzt austoben, wie man sich das Ganze hier drauf platzieren möchte. Von den ganzen Anlagen her. Kannst du viel nehmen, kannst du wenig nehmen. Die Simpsons waren da nicht so genau. Hauptsache so ein paar Fassanlagen oder sonstige Sachen sind da jetzt, sag ich mal, hier so ein bisschen auf dem Dach drauf. Und nochmal auf der gegenüberliegenden Seite halt diese Dinger hier. Die sah man so ein bisschen bei den Simpsons. Ansonsten der Rest, freie Hand, tobt euch aus. Macht da viel hin, macht da wenig hin. Na gut, so, dann würde ich sagen, sehen wir uns denn zur nächsten und letzten Folge von unserem Schwimmbad. Da kommt denn die Tour. Ich würde sagen, vor noch so ein paar Tagen, dann ist das hier auch innen drin tüffig. Na gut, so, dann heißt es wieder vorm Schwimmbad Safety hinstellen. Wir nutzen dann zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.